Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich bin gerade aufgestanden, habe auf diesen schönen, schönen Fußboden geschlafen, muss mir gerade mal die Späne, Holzspäne aus dem Popo ziehen. Und ja, wir haben es 6:39 Uhr und die Sonne ist schon da, wartet auf uns. Ja, das ist Mist Survival Folge 1, 2, Entschuldigung. Und ich habe Hunger und wir essen jetzt hier einfach mal hier so, ja, Eating. Ja, ist jetzt nicht so geil. Wir haben ja ein Fahrzeug. Wir hatten letztes Mal. Wir sind ja eigentlich immer weiter nach rechts da lang gegangen. Jetzt haben wir ja das dicke Auto. Da liegt ein Ast. Hab ich hinten noch was drin? Ah, hier habe ich auch noch Ersatzteile, aber. Beeren, kann ich die auch essen? Oh ja. Bringt aber nicht so viel, okay. Aber wir haben zu wenig Essen. Ich wollte eigentlich gerade fahren und da ist ein kleines Haus. Ich glaube, das da hinten war bewacht. Ich habe leider nichts zum Zoom. Sind überall kleine Holzhäuser. Problem ist, ich habe nichts, um das Vieh zu fressen. Was ist das? Stone. Oh, schön. Heißt auch Autos. Sogar ein bisschen geräumiger als meine Hütte. Hallo, wer da? Hier oben ist leer. Das ist auch wieder so eine Hütte, die man annektieren kann. Da die Treppe ist, kann ja hier kein Zombie rein. Ah, hier, die kann man, die Komponenten brauchen wir. Noch eine Säge. Kriege ich das mit? Okay, jetzt haben wir zwei Sägen. Her. Munition. Oh, was zu essen. Und das haben wir uns gleich in die Birne. Randvoll. Dann hauen wir uns noch ein Getränk hinterher. Oh, jetzt aber Ruhe hier. Hast du genug gegessen und getrunken? Das Haus ist eigentlich gar nicht unnett. Die müssen halt auch so ein leichter Zaun. Aber wir hatten dort irgend so ein Wasseraufbereitungsgedöns. Ja, hier, was braucht man dafür? Man kann das eigentlich schnell bauen. Oder schnell, wir brauchen halt diese Komponenten. Dann können wir da wieder hingehen und Nägel herstellen aus Scrap Metal und diesen Komponenten. Und dann können wir auch einen Water Barrel machen. Boah, ich weiß nicht, ob das so ein Wasserauffangsgerät ist oder einfach nur. Also, wie es aussieht, war es einfach, ist es einfach nur was zum Lagern. Ich loote trotzdem das Auto. Wir haben ein vollständiges Auto. Aber ich finde gerade die Häuser interessanter, weil ich nichts zu futtern habe. Und ich könnte mit dem Haus auf de ich könnte aufs Dach auch noch gehen. Okay. Da hinten ist auch ein Huhn. Es ist verdammt schnell. Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Bogen. Also hier ist schon mit Holz gehackt. Und 1, 2, 3. Zwei sind auf jeden Fall drin. Tür ist offen. Liegt sogar Holzbrett. Ganz viel Holz.
Aber die schlafen nicht. Letztes Mal klangen die Zombies, als ob sie gepennt haben am Tag. Oh, ein Hammer. Serverhammer. Und Klebeband. Das sind zwei, ne? Gut. Dann lassen wir mal die beiden, ja. Ich habe zwar eine Pistole, aber. Wie viel Schuss? 5 und. Das ist ja. Geht ja schnell weg. Die 5 hebe ich mir eher auf, die 5 Freunde, als wir angegriffen werden. So, diese Hütte ist aber ein bisschen kleiner. Ja. Ganz kleines, ganz klein, das ist. Aber mit Hammer. Also wir müssen uns die Werkzeuge erstmal nicht bauen. Die kriegen wir ja quasi hinterhergeworfen. Gibt's Fischis? Ja, ich kann das Wasser trinken. Ich kann es in die Flasche füllen. Aber ich wette mit euch, ich muss es abkochen. Sonst wäre es ja kein Survival-Spiel. Noch ein Brett mit. Vorne hat schon geguckt. Hier liegt noch Scrap Metal. Wax. Leere Mülleimer. Ich würde gerne die Mülltüten aufmachen. Aber das geht ja nicht. Oh, hier ein Häuschen am See. Kann mich langsam gar nicht entscheiden, wo wir hinziehen. Und hier ist eine Blaubeere. Also ich finde die zum ersten Mal in diesem Spiel. Ich habe die beiden Versuche davor nicht einmal gefunden. Okay. Warum ist das hier kein Scrap Metal? Oh, Generator? Boah, kann ich nichts mitmachen. Auch wieder Holz, kann man aber auch nichts mitmachen. Ich komme hier hochgeklettert, super. Alter, ein Skyrim-Schild oder so. Das kannst du doch gebrauchen, gib das her. Ich will das Schild haben. Axt und Schild, wie im Mittelalter. Oder bei Vikings. Ah. Eine Crowbar, Lockpick. Ja, da kommen wir nicht rein. Und eine Reservepistole. Verbandsmaterial, oder? Hallo? Was ist denn wieder los hier? Ich habe eindeutig zu viel Werkzeug dabei. Kriege ich das hier runter? Jawohl. Das geht ja mit den Sägen komischerweise nicht. Sonst kriege ich das ja nicht raus. Ah, ja, Hammer. Das kriegen wir auch nicht auf. Kühlschrank ist leer. Hm. Das Schild hätte ich echt gern. Guck mal von hinten ran. Ein Koffer liegt da. Und etwas auf dem Nachttisch. Also ich weiß es nicht, vielleicht könnte sich das lohnen. Lass uns mal auf die andere Seite gehen. Aber wir haben jetzt aber nicht viel zu essen gefunden, ne? Wieder so Werkzeug und so. Also ich glaube, wir müssen das Hühnchen jagen. Und uns einen Bogen machen. Nächster Test, können wir schwimmen? Okay. Nächste Frage, werden wir nass, krank? Ich denke jetzt gerade Temperatur 30 Grad. Cold, nichts, okay. Ja, nicht so wie bei 7 Days to Die, weil wenn wir da schwimmen, sind wir ja quasi nass und wenn wir dann ins kalte Gebiet gehen quasi, dann kann ich tauchen? Nö.
Scheiße. Eins, zwei. Der eine ist gebeugt, der könnte schlafen. Ach, Mann. Der eine schläft. Oh, die Kreissäge. Scheiß auf dein Holz, da kommen die mit. Weiß nicht, ob ich es riskieren soll, da. Ach, das geht nicht. Dann drop. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen können. So, die Axt kann ich nicht mitnehmen, die ist Deko. Das Bötchen. Das geht auch nicht. Soll der Geiz. Irgendwann kommen wir ja eh in Kontakt mit den Zombies. Riskieren wir es. Zwei Stück sollte gehen. Zwei, da ist auch wieder ein Schild. Oh. Munition. Und was zu essen. Bin ich verwundet? Wo sehe ich das? Status? Nichts. Okay, wir haben überlebt. Pistolenmunition. Können wir die gleich reinladen? Da muss doch mehr gehen als 5 Schuss. 8 Schuss genau. Dann haben wir wieder einen Platz frei. Nice. Verbände. Und ja. Ja, komm, ich esse euch. Also Munition lasse ich nicht zurück. Oh. Noch mehr Wasser und komm her, ich lasse den schlechten Hammer da. Nehm das mit. Essen brauchen wir gerade nicht und das Holz lassen wir auch da. Und noch mehr Munition. Pfeile. Ach du Jemini, geil. Dann lasse ich hier nochmal eine Säge. Also das muss man sich echt merken. Noch eine Pistole. Warte, kann ich die auseinanderbauen? Entladen? Ich kann die nur droppen. Okay. Ach, jetzt packe ich die eine Pistole im Schrank, um die zu nehmen. Ist auch intelligent. Nägel. Ach, du Jemine. Ein Pfeil oder was? Wow. Aber die Nägel können wir gebrauchen. Das ist scheiße. Nebel. Den Schrank können wir auch öffnen. Schubladen können wir öffnen. Oh. Also hier das Haus ist gar nicht schlecht, ey. Ich will die Nägel haben. Pelz sieht ein bisschen komisch aus. Was ist ein Wolf? Okay. Braucht das Scrap Metal? Dann lasse ich den nächsten Hammer hier. Dann habe ich das und dann lasse ich. Brauche Scrap Metal. Ja, das lasse ich hier. Das macht uns eh nicht dicke satt. Und dann kann ich das von dem Schrank. Ich weiß, das ist jetzt nicht so logisch, aber. Nee, da war nix. Da war ja auch alles raus. Okay. Es liegt nur daran. Ach, da ist noch was. Ich krieg das auch mal ganz kurz raus. Das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Dass wenn ich hier nochmal herkomme, einfach nur diesen Schrank hingeben muss. Und dann alles hab, was ich brauche. Also hier dreimal Hämmerchen. So, Painkiller.
Lass es hier. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Finden mich die Zombies hier drin? Und schon wieder Nebel. Er kommt recht häufig irgendwie, ja? Ich weiß auch gar nicht mehr, wo unser Häuschen war. Ich könnte hier auch mit einem Auto vorbeifahren eigentlich, oder? Alles einschmeißen, ab zur Hütte. Wir brauchen mehr Scrap Metal, ich glaube. Aber wir können schon mal ein Fenster ein bisschen verbarrikadieren. Das können wir mal quasi auch... Das können wir machen mit den Nägelchen. Ja, oder wir ziehen nochmal um, nehmen das größere Haus. Fragen über Fragen. Aber bisher höre ich keinen Zombie und ich gehe auch nicht raus. Ja, was machen wir? Was machen wir? Ah. Jetzt hören wir sie. Ah, die kommen immer automatisch. Das ist nicht random. Also sie sind nicht super nah, aber sie sind auf jeden Fall da. Ah, ich werde mit euch, wenn ich schieße, dann kommen die erst recht. Auf der anderen Seite. Ob die schnuppern? Dann gucken wir mal bei B. Was können wir bei B machen? Können wir eine Mauer bauen? Fallen sind irgendwie ausgegraut. Oh, der klingt sehr nah. Messer haben wir noch nicht. Aha, Kochpot. X brauchen wir da. Ein Grillstand. Ah, hier, das ist aber ein bisschen kompliziert, um Wasser abzufackeln. Um sauberes Wasser herzustellen. Aber einen Generator können wir auch bauen. Und das reicht 30 Meter. Wofür brauchen wir Mülleimer? Trashbin. Use for remove unwanted items. Hm. Liter auf Wasser, ja, ja. Okay. Workbench. Ja. Schmiede. Moonshines. Achso, können wir Alkohol herstellen. Und eine Sawmaschine, die braucht Strom. Also eine Kettensäge. Kettensäge, Kreissäge. Da brauchen wir Platine und Gear. Okay. Zweimal Gear, bitte. Und so eine kleine Hütte kann man selber bauen, die ist aber scheiße. Ist ja noch kleiner als das, was wir haben. Aber hier können wir Zäune bauen. Und wir können doch Mauern bauen, aber die sind echt teuer, ne? Ist nicht nur einfach Holz kloppen. Das ist ja noch hier mit Nägel. Und, ach, Chicken. Können wir bauen Lämpchen, Bettchen. Ah, Bettchen gibt es 4 Stück. Mann, oh Mann. Aber keine Stühle und keine Fallen, das ist ja scheiße. So. Aber vielleicht lernt man da was. So, ja. Hier sind wir fertig. Hier müssen wir mit dem Auto vorbeikommen. Kriegen wir ja gar nicht mitgeschleppt. Die Kreissäge würde ich am liebsten auch einpacken hier. Aber geht nicht.
Wir sind von da hinten rechts gekommen, ne? Wir sind voll, da hinten ist auch schon wieder ein großes Gebäude. Hier ist so viel, was man looten kann. Ich renne jetzt hier die Straße, was? Richtig? Wir sind hier rüber. Genau, an den sind wir vorbeigekommen. Da hinten ist... Da ist ein Türmchen, ne? Das ist natürlich auch interessant. Da hinten sind diese Menschen. Nicht da, dahinter. Und da sind wir gekommen. Dann ist das hier quasi die Straße. Wunderbar. Und da hinten sind so Häuschen. Unser noch Häuschen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier weiter wohnen bleibe. Weil das bietet ja hier quasi überhaupt keinen Schutz. Aber es ist erstmal ein Ort, wo wir unseren ganzen Krempel loswerden können. So, Reservepistole, Scrap Metal, Nägel. Munition lasse ich nochmal drin. Lass mal alles irgendwie rein. Ohne Sinn und Verstand. Da ist auch schon was drin. Ah, verdammte Axt. Ich nehme das nochmal zurück. Das sind schon 8. 5. Was ein bisschen aufgeräumt haben. Dann Lebensmittelverbände bleiben auf jeden Fall bei mir. Und Essen nehmen wir nur eine Sache mit. Oh. Und eine Dose Cola. Wer weiß, ob wir vielleicht irgendwo übernachten müssen. Benzin, ja. Sind wir mal nur 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Felder. 11. So, der Wagen müsste ja auch noch Platz bieten. Nee, ich schieß da nicht mit dem Dingsbums drauf. So. Ey, du willst sterben, oder? Verpiss dich, du Hühnchen. So, Autofahren, Autofahren, Autofahren. F-Drive. Jetzt habe ich das Problem, ich kann die Tür nicht schließen. Wir machen Handbremse los. Wir machen das Licht an. Und, starten. Okay. Und dann einfach WASD und das Auto, ja. Also das, ja. Surft quasi auf der Straße. Kein Problem. Wir können mal kurz die Straße runterfahren. Einfach mal gucken, was da ist. Ein kaputtes Auto. ...19 Liter. Wo ist da 1 Liter hin auf einmal? 1 Liter Verbrauch schon? Da hinten ist so ein Camp. Aber wir halten mal hier. So. Machen wir Licht aus, die Panne aus. Und stopp. Und off. Nichts drin, aber 1 Liter haben wir schon verballert. Diese 5 Meter, die wir quasi gefahren sind. Gut, dass wir den Kanister dabei haben. Noch nichts. Oh, ein Eimerchen. Seil. Jawohl. Das war gut. Und hier wieder zack und rein damit. Passt 1 Liter wieder auf Reserve. Unser Auto steht echt gut.
Lass mal lieber auf Nahkampfwaffe gehen. Menschen gehe ich lieber aus dem Weg und Bären auch. Noch mehr Nägel. Schön. Essen. Die Flasche könnt ihr mal mitnehmen. Empty Bottle geht, aber die geht nicht, oder was? Hm. Move. Okay. Kann ich die mit ins Auto nehmen? Nee. Ja, Lagerfeuer. Gut. Warum kann ich den Schlafsack nicht mitnehmen? Dann brauche ich nicht auf dem Boden schlafen. Schlafsack. Ist zwar absolut dreckig, aber besser als auf dem Boden. Komponenz. Wohnwagen Begeber machen wäre auch nochmal was. Propan. Gas. Nee. Auch nicht. Diese Kackholzblätter, Bretter kann ich mitnehmen, aber die Gasflasche nicht, oder was? Noch eine Batterie. Scrap. Mm. Kanister. Warum habe ich so weit weggeparkt? Wo ist der Wagen? Also ich mutiere hier zum Messi im Spiel. Alle mal rein da. Oh ne. So. Eimerchen. Nägelchen. Schon mal alles gut. Große Futter. So, dann wieder hin. Also ohne das Auto wäre ich, glaube ich, aufgeschmissen in diesem Spiel. Was ist das da? Federn. Federn sind interessant, ja. War da gerade noch was? Scrap Metal. Benzinkanister. Und noch mehr. Oh, hier eine Kiste. Oh. Nägelchen mitnehmen. Beeren. Leere Flasche. Ich auch gut. Oh, das auch noch. Aha. Das ist ja. Da war ja jemand fleißig. Ist hier schon Ende der Karte? Das Ende der Welt. Miss Survival. Tut sich nichts. Sieht auch, glaube ich, nicht fertig aus. Ja, das Ende der Welt endet mit Baumstämme. Strom geht auch nicht weiter. Und... Ha. Ja. Das sieht nicht normal aus. Da ist irgendwie... Ob das Schneegebiet oder Platzhalter sind. Schlucht könnte gewollt sein oder einfach nur hingeklatscht. Ich weiß es nicht. Hier ist wirklich Ende. Ende im Gelände. Ja, hier oben kann man eigentlich easy peasy bauen, ne? Ja, das ist Mist Survival. Ich glaube, das ist wirklich so ein kleiner Bereich. Da hinten haben wir angefangen. Bei den drei Windmühlen geradezu. Weiß nicht, ob ihr die nur erkennen könnt. Da bei dem Gebirge da oben. Da haben wir angefangen und sind eigentlich schon mal eine Länge zurück. Und ich denke mal, dahinter ist auch empty. Denke ich mal. Müssen wir, wenn wir das nächste Mal da sind, gucken wir einfach mal. Wie gesagt, ist Early Access. Vielleicht wollen sie erstmal ein Spiel
Bereich haben, der funktioniert. Ah, scheiße. Scheiße. Ich hab nichts gebrochen. Okay. Ja, und schwebende Mast sogar. Ein schwebender Mast. Können wir drunter durchkriechen? Durchkriechen. Ich weiß gar nicht, ob man durch Bäume laufen kann. Nee, man stößt so ein bisschen, man hat so ein bisschen Widerstand. Ja, also da ist auf jeden Fall nichts fertig. Also, ja. Wie gesagt, Early Access und das Spiel war auch nicht teuer. Ich glaube 8 Euro. 8, 9 Euro. Das ist eigentlich nicht viel. Also kann man sich nicht beklagen. Ist ja billiger als einmal Kino. So. Gut, soweit hierzu. Steigen wir wieder ein. Im Töf-Töf. Nein. F. Start Engine. Und schließ die Tür nicht. Und fahren wir mal wieder zurück. Und ich glaube, ich habe die Ausfahrt verpasst. Ah ne, hier ist das Haus, was ich gucken wollte. Und da hinten war irgendwo die Hütte, wo ich meine, die könnten wir vielleicht uns anschauen. Oh. Das hat aber was anderes. Die heißt Cola Lemon Nectar. Und das ist Cola Nectar. Okay. Lemon Nectar, aber auch von Firma Cola. Ja, das ist doch mal Jackpot. Und ich bin voll. Jackpot. Haben wir Scrap Metal. Leere Flaschen kann man stacken. Beeren gehen irgendwie nur 3 Stück. Und ja, das packen wir da rein. Das bleibt immer bei. Achso, es ist schon das zweite Gefäß. Zack, Reserve. Habe ich hier was vergessen? Ja. Die Flasche. Gut. Auf jeden Fall kinderfreundlich. Bewegt sich die Schaukel, wenn ich dann vorbeigehe? Nein. Schade. Achso. Das können wir auch zur Basis machen, wenn ich das gerade richtig sehe. Mit Garage. Ein Gear. Ein Zahnrad. Wir können das anmachen. Warum? Was kriegen wir dadurch? Ah, hier ist ein Aussichtspunkt. Meine Stimme versagt langsam. Verdammte Stimme. Oh, kaputter Fernsehen. Dann hätte man vielleicht einfach einen DVD-Player oder VHS-Player oder irgendeinen Player. Blu-ray-Player. Ein Player-Player. Hätte man Fernsehen gucken können. In der Zombie-Apokalypse. Können wir aufmachen? Hallo Schatz, ich bin zu Hause. Hohe Fenster. Oh, hier können wir auch Sachen reinpacken. Alter, leck mich doch am Sack. Hier ist sogar was drin. Fantastisch. Und das lasse ich auch alles drin. Ist mir scheißegal, wie groß das hier ist. Das ist jetzt meine neue Basis. Bam. Wir haben hier Stauraum. Messerchen. Auch nix bauen. Keller. Hm.
Vielleicht in Zukunft mal. Die Tische stören mich. Nee, also das, ach, oben geht's auch noch weiter. Oh, ich kann hier sogar direkt pennen. Oh. Wohnbett Single. Sieht aber noch ein Pärchenbett aus, aber ein kleines Pärchenbett. Aber wir haben schon mal ein Bett. Das ist mein Haus. Gekauft. Selbst gekauft. Wo kann ich unterschreiben? Wo kann ich unterschreiben? Hier, meins. Ach, man kriegt ja sogar Hausplan. Meins. Gehört jetzt mir. Macht es jetzt nicht leicht zu verteidigen. Aber, pff, scheiß drauf. Mein Haus. Ja, ist wirklich nicht leicht zu verteidigen. Aber wir haben mal Bettchen drin. Hier noch ein Messerchen. Wie gesagt, die andere Geschichte ist mir eh zu nah an den Menschen da. Ich weiß nicht, ob ich den trauen kann. Ich traue mich da noch nicht hinzugehen. Naja, werde ich einfach erschossen. Ja, dann fahren wir doch mal unseren Wagen. Ach, wisst ihr was? Man könnte ja quasi den so ein bisschen davor stellen. Wie man immer auch Open Door. Warte mal ganz kurz. Aber wenn ich drinnen sitze, kann ich nicht mehr Closed Door machen. Hä? Da traf ich nicht zu. Ah, ich brauche die Tür gar nicht aufmachen. Ich kann quasi durch die Tür zu. Durch. Ah, it's magic. Ja, ich werde jetzt hier einfach mal den Kram hier einfach einsortieren. Und dann wohne ich hier. Und wie gesagt, die Uhrzeit 16:24. Das Video geht schon fast 40 Minuten. Ich werde jetzt hier einen Break machen. Und ja, ich mache es mir hier gemütlich. Ganz viele Fenster, die ich zuklappen, kloppen darf. Aber wie gesagt, ich werde erstmal hier den ganzen Krempel reinpacken, gucken, wie spät es ist und dann den restlichen Krempel nochmal holen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und wenn ihr mehr sehen wollt, ab in die Kommentare. Ansonsten haut rein. Ciao!